Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin Steppy, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren neuen Folge hier Omsi. Ja, heute soll ja im Laufe des Tages Berlin BRT erscheinen und wir wollen uns heute nochmal, aber jetzt bevor das Ganze losgeht mit Berlin BRT, nochmal das Original anschauen. Deswegen sind wir heute auf der Linie X10 unterwegs. Das Ganze geht nach Andrézeile von der Herzallee. Dementsprechend, ja, sind wir mal jetzt gespannt, ja, wie Berlin BRT nun sein wird. Aber da werden wir uns jetzt gleich drüber unterhalten. Erstmal werden wir jetzt den Bus aufrüsten und werden dann schon mal so zur ersten Haltestelle vorziehen. Von daher, los geht's. Track AR ist natürlich wieder mit dabei. Und das Gepiep ist auch wieder mit dabei. Irgendwie ist hier irgendwas drin, was hier nicht reingehört. Mir ist ärgerlich. Ich fahre heute das Ganze mit dem Scania Citywide. Und ja. So. Funk nicht verbunden. So. Was haben wir alles? So, geben Sie PIN ein. Oh, das ist aber kaputt hier. So, 12. 11. Bestätigen. Achso. 12, 11. Ah ja. Da steht da ganz groß 12.11. Ah ja, okay, ich verstehe nichts. 12.11. Vorne bleibt bei der Tür beim Reifen, dass die ganze Zeit Rohr geschnurrt. Also vorne rechts. Ja, genau. Machen wir hier ohne Bedienung, ohne Verkauf. So, also machen wir 0, 10, 3, 6, 0, 0, 5. Oh, das Gepiepe kann einen fertig machen. Fahren Sie bis Herzallee. Alles klar, machen wir. So, haben wir das. Dann machen wir den Vorwärtsgang. Und können schon mal losfahren. Mal kurz vorspulen. 1, 2, 3. So, genau. Und jetzt müssen wir bestätigen. Warum schreibt der nicht hier Herz X10 rein? So, jetzt müssen wir mal dazu gucken. LSA direkt ein. Fahrgastinformation Ansage aus. Direktanruf LSK 01036. 005. Das haut hier eigentlich alles hin. Tja. Gut, naja, dann. Wollen wir das jetzt in der nächsten irgendwo irgendwer. Schon so lange nicht mehr hier drauf gefahren hier.
So, genau, der obligatorische Fehler. Und, also, Fehlerhänger meine ich hier, ne? Genau, also so sieht es halt aus. Berlin BRT wird natürlich genau das Gleiche. Halt bloß modifiziert. Also ihr braucht auch nicht das X10 Addon oder sonst irgendwas jetzt am Anfang. Falls ihr euch jetzt, wie gesagt, halt vorhabt, euch jetzt Berlin BRT zu kaufen, wie gesagt, X10 ist also nicht vonnöten, braucht ihr nicht. Das Ganze ist ja angesiedelt an Berlin, glaube ich, 2017 oder 2018. Das Ganze, was wir jetzt hier gerade spielen, ist ja angesiedelt 2013 noch. Also es ist schon ein bisschen her. Deswegen ja auch noch Burger King und ja alles, was noch, ne? Keine Baustellen und so weiter und so fort. Genau. 15 Euro kostet das. Wenn ihr das Ganze auf Harley-Con zum Beispiel kauft, dann bezahlt ihr bloß 12 Euro. Ein paar zerquetschte. U-Bahnhof Kurfürstendamm. Und mit dabei natürlich, ja, die Karte Berlin X10. Allerdings halt so umgemodelt, ja, dass man hier eine Rapid Transit draus gebastelt hat. Also, dass der Bus hier zum Beispiel total überlegen ist, ja, und praktisch der Bus fahren darf, alle anderen müssen warten. Ja, also, das ist dann das, was jetzt auf jeden Fall, ja, so jetzt vorgesehen ist, dass zum Beispiel vom Kurfürstendamm in der Mitte keine Parkplätze mehr sind, sondern eine eigene Busspur, ja, so dass auch wirklich nur Bus fahren kann in der Mitte, ohne dass da jetzt irgendwelche Autos oder sowas da was zu suchen haben, so wie jetzt hier zum Beispiel, dass hier ja einfach eine zweite Spur stehen oder irgendwie sowas, das gibt es dann auch nicht. Ja, es sollen wohl neue Linien dazu kommen. Allerdings habe ich jetzt nicht mehr wirklich in Erinnerung, ob das Ganze jetzt fiktiv ist oder ob das jetzt reale Linienführungen sind. Ich gehe mal aber eher davon aus, dass es fiktive sind. Und wie gesagt, so heute Laufe des Tages dann dementsprechend halt erscheinen. Das werden wir uns natürlich angucken. Deswegen mache ich jetzt auch diese Folge hier, damit ihr sehen könnt, okay, lohnt sich das ganze Paket wirklich oder ist es eher ja, Quatsch? Dementsprechend, wie gesagt, halt jetzt das Video dazu. Dass ihr dann nachher dann wirklich dann selbst vergleichen könnt, was euch mehr gefällt. Das Original Berlin X10 oder halt, ob euch Berlin BRT recht. Ist natürlich auch so eine kleine preisliche Sache. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, kostet Berlin X10 heute immer noch so um ja, 20, 25 Euro. Bin mir jetzt gar nicht mehr so 100% sicher. Und Berlin BRT wird natürlich nur 15 Euro kosten. Das ist natürlich schon mal ein Preisargument. Neben dem MAN DL05, der in Berlin BRT mitgeliefert wird, gibt es ja auch noch den Mercedes C2. Was natürlich für mich so ein bisschen mit einer der Hauptgründe war, warum ich mir diesen DRC jetzt praktisch gekauft habe. So.
Der Bus, die gibt es ja so nicht. Da nochmal ein großes Danke an Projekt Potsdam, der mir das Ganze hier zur Verfügung gestellt hat, genauso wie die Originalansagen hier. Also wirklich, wirklich großes, großes Dankeschön für die Unterstützung immer, die ihr mir immer entgegenbringt. Und ich aus meinem Berlin-Content hier so viel Realismus rausholen kann, wie es geht. Oh, wieder irgend so eine komische Karte installiert, wo so ein Gepiepe an den Ampeln ist. Ja, das ist, ich habe das schon rausgehabt, dann wieder irgendeine Karte installiert, jetzt ist das wieder da, der Quatsch, ja. Meine Fresse. Also ihr habt keinen Tinnitus oder sowas? Nee, das ist ja, das kommt von mir hier wieder mal. Ich habe wieder irgend so eine britische Karte wieder installiert und die haben da immer irgendwie so eine Töne damit drinne, also eine Ampeltöne, und das ist super lästig. Letztes Mal war es eine Hongkong-Karte, wo das mit drinne war. Wo war es die Schuld an dem Unfall? Hey. Was ist das denn jetzt? Halt uns aber an, lass mich raus. Ich will aber gar nicht. Was ist denn jetzt? Wieder irgendwer in die Karre gefahren. Bolivar Platz. Bitte halten Sie sich während der Fahrt fest. Hold on tight during the ride. So, hier zum Beispiel, diese ganze mittlere Spur hier, hat man auf Bildern gesehen, ist zum Beispiel diese Rapid Transit. Ja. Also nicht wie jetzt hier zum Beispiel, dass jetzt hier die Busspur ist, wo wir jetzt hier gerade drauf fahren oder sowas. Sondern sie wird dann da auf der linken Seite sein dann halt, ja. Richtig coole Busmod, muss man mal lassen, die er hier gezaubert hat. Besonders geil, der Mann da hinten, ja, der da schon aus der Tür raushängt. Ja, ja. Du mich auch. Alter, komm! So gar nicht, dass das um sie keine Üs kann hier. Kuhfürstendamm? Fällt mir zum ersten Mal auf. Dass sie hier ein bisschen was allerdings gemacht haben, denn ja. Der selten dämliche KI hier. Sie hier zum Beispiel nicht immer in die Karre reinfahren. Ja, ja, steckt mal aus, ja. Hast du sowas hier zum Beispiel nicht mehr drin, ne? Ja, die Bremsleute vorne rechts.
Mann, ich drücke immer die falsche Taste. Hallo. Guten Tag. Hallo. Oh, jetzt wird der Bus voll. Verdammt! Oder Blitz. Ja, genau. Stehen. Wie gesagt, prägt euch das Ganze hier gut ein. Wie gesagt, ich bin gespannt, was mich heute hier erwartet mit Berlin BRT. Wie gesagt, gibt heute gleich instant, ja, gibt es die Folge. Vielleicht mal hier abends vielleicht noch einen Livestream. Und ich mal gucken, ob ich das zeitlich packe. Muss ja immer ein bisschen zeitlich mal alles ein bisschen timen. Obwohl, heute ist sowieso ein großer Tag für mich. War seit langem, vielen, vielen Jahren mal wieder ein Bewerbungsgespräch. Meine Güte, ob ich das überhaupt noch kann, ist eine andere Sache. Zieh einfach von der Linksabbiegerspur einfach rüber, genau. Du bist ein ganz großer Held. Oh, warum fällt der LKW nicht? Oh, warum fällt der immer noch nicht? Na toll. Ja, wie gesagt, also seit vielen, vielen Jahren mal wieder Bewerbungsgespräch. Mal gucken, ob ich sowas überhaupt noch kann. 14 Jahre bin ich jetzt bei meinem Arbeitgeber. Und ja, da verlernst du sowas halt, ja. Das ist ein das wird großartig. Leider ist es auch noch irgendwo in Buxtehude. Ja, das ist dann nicht mal in Berlin. Also das ist schon Brandenburg, wo ich hin muss. Und dementsprechend ja, wird es auf jeden Fall sehr interessant, was da entsteht draus. Aber lassen wir uns mal ein bisschen überraschen. Und dann, wie gesagt, heute noch Berlin BRT und alles, was. Der Tag, der wird einfach wahrscheinlich heute überhaupt nicht zu Ende gehen.
So. Guten Tag. Sehr nett von dir, dass du mal fährst. So. Ich habe gerade gedacht, schon Werbung für Berlin BRT dran. Das ist hier so ein kleines Mini-Update gab. Ich bin echt nicht der Scania-Fan, wa? Aber die Mod hier, die er hier zusammen gebastelt hat, die ist großartig, ja? Die ganzen Accessoires hier drin und alles was, ja, hat er richtig gut gemacht. Königin Luise Straße, Clay Allee. Zum Beispiel, wir würden das hier alles umbauen, dass das halt
toll aussieht halt, ne? Keine Ahnung. Müssen wir uns echt überraschen lassen, was uns heute erwartet hier mit Berlin BRT. Wie gesagt, ich versuche auch so neutral wie möglich ranzugehen halt, ne? Versuche nicht voreingenommen zu sein. Weil gerade ich als Berliner halt, ja, ist natürlich, wenn es jemand an der besten Karte ever an OMSI rangeht, ja, wenn es jemand versucht, da jetzt nochmal Geld mit zu verdienen halt, ist natürlich immer hart. Ich meine, man hätte die Zeit auch sinnvoll nutzen können und hätte nochmal vielleicht für das X10 zum Beispiel noch eine weitere DLC rausbringen können. Ich meine, dass das funktioniert, sieht man bei Projekt Gladbeck halt, ne, die hauen da ihre Mini-DLCs raus, bis zum geht nicht mehr. Genau das gleiche hätte man doch jetzt hier auch machen können, um halt hier die Karte noch weiter zu vergrößern oder sowas. Das verstehe ich da nicht. Jetzt hat man diese Karte genommen, hat sie einfach komplett nochmal umgebaut, hat sie auf einen neuen Stand gebracht, einen neuen Bus reingepackt und ja, jetzt versucht man das nochmal neu zu vermarkten. Das finde ich halt schade, ja, dieses Potenzial. Deswegen bin ich halt so auf der einen Art ziemlich angepisst, ne? Aber auf der anderen Seite bin ich auch schon wieder neugierig, weil ich halt nicht weiß, was mich erwartet hat. Und da kann ich die Leute nicht verstehen, die dann sagen zum Beispiel so, ja, musst du schon wieder Geld ausgeben. Ich meine, das ist ja, wie gesagt, dass das Ganze funktioniert, sehen wir an Projekt Gladbeck halt, ne, mit auf jeden Fall den ganzen Mini-DLCs halt, ja. Das funktioniert das ja okay, ja, jeder wie er halt kann halt, ne, sage ich halt immer so. Und 15 Euro finde ich schon, ist okay der Preis, weil ihr bekommt eine Karte, ihr bekommt zwei Busse halt, ja. Und das für 15 Euro ist vollkommen in Ordnung. Jetzt kam ja der Coachbus 256 raus. Und ja, da hast du ja einen Bus drin, und zwar 10 verschiedenen Varianten, aber es ist trotzdem halt ein Bus. Kostet 15 Euro, ja. Also, von daher bin ich dann halt immer so, wo ich dann sage, so, okay, der Preis, der geht absolut in Ordnung. Und wenn du das Ganze dann sowieso bei Harlequin kaufst, da diese 12 Euro oder sowas, kannst du eigentlich in der Regel nichts verkehrt machen. Oskar-Helene-Heim. Es ist einfach OMSI, ja. Mann. Oskar-Helene-Heim. So, viel zu früh schon wieder. So, die Weißbeuer-Tür war frei. Das ist die ganze Zeit vorsichtig. Also
So. Guten Tag. Hallo. Aber der muss ja hinter mir sein, oder was, wa? So, die Schützallee. Zehlendorf Eiche. Ah ja, ich weiß schon, warum ich dieses Addon so feiere. Ja. Es macht einfach so unglaublich Spaß. Gerade wenn du jetzt hier so in diesem Karree arbeitest, halt, ja, ist jedes Mal wieder faszinierend, wie gut er das gemacht hat. Ja. Es haut zwar nicht alles so eins zu eins hin und so, ne? Aber im Großen und Ganzen ist es schon verdammt nice anzusehen, ja. Drehzeile. Hallo. Tag. Hallo. Ist das nicht witzig?
Ist das eine Hitze hier? In 12 Minuten kommt X10 nach Teltow-Amrath-Brücke. So, Bezirksamt Zehlendorf hier. Durch hier staut sich relativ schön. Da kannst du richtig geil eigentlich chinesisch essen. Also gibt es auch so ein hier vorne an dem U-Bahn S-Bahn hier. Da hast du eigentlich auch so eine richtig geile Currywurstbude. Schön mit Pommes und alles, was absolut lecker. Schöne mal Mittagspause hier. Ja, ja, so ist es. Weißt du, was ist los hier? Leitstellenfahrt hier ist, da geht was. Auf der Minimap halt zu sehen. Hallo. Hallo. So, wir nähern uns aber auch schon langsam dem Ende. Das ist schon langsam dem Ende.
wie gesagt, auf jeden Fall wird es interessant, was hier alles so verändert wurde. Also 2017 sind natürlich ein paar Jährchen dazwischen. Ja, muss man mal lassen. Aber das halt, wie gesagt, das Original Berlin X10 hier. Oft gesehen hier bei uns in Leitstellenfahrten, weil ich selbst bin der Meinung, X10 ist eine der besten Karten. Ja, warum die PIN-Nummer nicht stimmt, da ist schon wieder ein Mysterium, was wieder keiner versteht. Ich werde mal jetzt eine Minute vorspringen. Ich werde jetzt nicht mehr so lange warten müssen. Übrigens stehen mir auch die Bäume hier ein bisschen zu dicht hier an der Straße, ne? Normalerweise hast du da eigentlich deutlich mehr Platz. Funktioniert's nicht? Ah, es funktioniert nicht. Das war knapp. Der wäre uns beinahe wieder in die Karre gefahren. Ey. Der heute voll für mich abgesehen hier. So, sind wir schon wieder andere Zeile gleich. Wundervoll. So, jetzt sind wir mal auf heute Abend gespannt, was uns erwartet mit Berlin BRT. Könnt ihr gerne mal schon, wenn ihr eben so nicht wisst, was ihr davon halten sollt, mal eure Meinung dazu in die Kommentare posten. Würde mich brennend mal interessieren, ob ich der Einzige bin, der so denkt, oder es eventuell noch den einen oder anderen gibt, der das Gleiche vermutet.
Was für... Was ist denn das? Achso, andere Zelle. Wo ist endlich hier? Achso, wir haben gar keine Fahrgäste mehr drin. Ha! Dann hätten wir weiterfahren können. So, perfekt. Damit sind wir am Ende unserer Fahrt hier. Ja, Leute, ich würde sagen, wir lassen uns einfach heute Abend überraschen, was uns erwartet mit Berlin BRT. Wie gesagt, ich versuche so neutral wie möglich zu bleiben, kann es aber nicht hundertprozentig versprechen. Ja, also nagelt mich denn nicht drauf fest, denn wenn ich denn halt nicht so glücklich von diesem DLC bin. Wir werden, wie gesagt, uns heute Abend alles anschauen, den Bus, die Strecke und vielleicht mal gucken, was da für neue Linien mit dabei sein sollen. Also es gibt einiges zu gucken heute Abend und wir werden ganz genau hingucken. Würde mich natürlich freuen, wenn wir uns dann heute Abend hier im Livestream dann wiedersehen. Leute, ich verabschiede mich, bedanke mich und wünsche euch noch alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Tschüss.